ist Zeit, die Kraft der Azurgarde zu offenbaren. Versuch dein Glück, Krieger des Lichts. Doch gegen den ewigen Gott wirst du nicht bestehen. Ich dulde weder Diener des Lichts noch der Dunkelheit. Nur ich allein bringe dem Volk den Segen. Mir werden ihre Seelen folgen. Mein Wort wird sie leiten. Was hast du meinem göttlichen Plan entgegenzusetzen? Wahrheit um der Wahrheit willen? Endlose Opfer von höchst zweifelhaftem Wert? Ja, doch wenn du an deine Sache glaubst, dann verteidige sie mit deinem eigenen Leben. Yeah.
selbst der Welt den Frieden verweigern, um deiner Wahrheit willen? Soll das Leben Tausender durch dein Ethos der Ehrlichkeit zerstört werden? Was bist du für ein Narr? Dann ist das Ende also gekommen. Leider nicht durch meine Hand. Meine Leihgabe, schön, dass sie dir von Nutzen war. Das zweite Auge. Endlich sind sie beide in meiner Hand. Nun muss ich nur noch dafür sorgen, dass weder Ishgard noch Drachen sie jemals wiederfinden.
Bleiben Sie mal da! Hey! Hierher! Er macht's aber auch jedes Mal spannend. Also geschafft. Daran haben wir doch nie gezweifelt, oder? Lasst uns nach Ishgard zurückkehren. Alle warten auf die triumphale Rückkehr unseres Helden. Wo ist Estinien? Du bist wohl der allererste, der jemals auf dem Rücken eines Drachen in unsere Stadt zurückgekehrt ist. Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen. Es ist geschafft. Wir haben Papst Thordan aufgehalten. Der Krieger des Lichts, um genau zu sein. Noch ist nicht alles vorbei, Kinder Ishgards. Mit wem haben wir die Ehre? Ich bin Midgard Sormer, der erste Drache. Ich habe Heidelins Krieger begleitet und seine Taten im Kampf zwischen unseren Völkern beobachtet. Sagt mir, Kinder Thordans, wollt ihr den Frieden mit den Drachen? Mein Volk hat unbeschreibliche Verbrechen gegen das Eure begangen und gegen unser eigenes. Ich wünschte, ich könnte all dies ungeschehen machen. Es fällt schwer, solch abscheuliche Taten zu vergessen, und so denke ich, dass wir uns alle erinnern müssen. Ich habe das Lügengebäude zerstört, das meine Ahnen für unser Volk errichteten. Nidhogg, der den Feldzug für die Euren führte, ist gefallen. Wir haben viele Opfer zu beklagen, doch ich bin überzeugt davon, dass wir alle in diesem Land in Frieden zusammenleben können. Ishgarder wie Drachen. Ich werde deine Worte nicht vergessen. Aber bedenke, dass Nidhoggs Seele noch fortlebt. Euer Azur-Drachenreiter ist gefallen. Nidhoggs rachsüchtiger Geist ist in ihm. Er ist nun der Drache. Estinien? Nidhogg wird die Seinen bald wieder rufen und sie werden ihm folgen. Der Krieg ist noch nicht vorüber. Eure wahre Prüfung steht erst bevor. Ich werde nicht aufgeben. Noch wird mein Volk das tun. Für all jene, die in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft starben und um unserer Freunde Seelen willen, werden wir den Frieden erreichen. Ein tausendjähriger Krieg findet kein so schnelles Ende. Sieh zu, dass deine Überzeugung Generation um Generation weitergegeben wird.
dann wird am Horizont eine Zukunft erscheinen, die von Licht und Harmonie erfüllt ist. Großmeister Emmerich, der Kommandant der Tempelritter, hat die Urkunde im Namen Ishgards gezeichnet. Hiermit verkünde ich, dass Ishgard mit dem heutigen Tage erneut als Mitglied in die Eorzeische Allianz aufgenommen ist. Lasst unsere Völker vereint voranschreiten und dem Galäischen Reich mutig die Stirn bieten. Für die Zukunft Eorzeas! Für die Zukunft Eorzeas! Da bist du ja. Für unseren Freund, nicht wahr? Ich bin sicher, dass Ochefan von hier aus immer über Ishgard wachen wird. Es war eine unendlich lange Reise, voller Strapazen und tragischer Verluste. Aber komme, was da wolle, wir werden auf keinen Fall stehen bleiben. Ja, genau. Schließlich müssen wir alle zusammen den Bund der Morgenröte wieder aufbauen. Und dazu brauchen wir Geld. Viel Geld. Und so geht ein bedeutendes Kapitel zu Ende. Ishgard aber
erwartet eine Zeit großer Umbrüche. Die Abkehr vom Papsttum nach 1000 Jahren kirchlicher Herrschaft stellt das Volk vor eine schwere Aufgabe. Auch die Fehde mit den Drachen ist noch lange nicht beigelegt, denn Nidhoggs Hass brennt weiter, ungestillt. Und dennoch. Solange der junge Großmeister der Tempelritter und seine loyalen Vertrauten das Volk führen, besteht Hoffnung. Hoffnung, dass eines Tages der Friede wieder Einzug halten wird und Drachen und Ishgarder in Harmonie zusammenleben. Wir müssen diese Zukunft herbeiführen. Eine neue Ära, die uns immer weiter streben lässt. Himmelwärts. Children of the land, do you hear echoes of truths that once rang clear? Two souls intertwined, one true love they did find, bringing land and heavens near. But flames that burn full bright soon fell dark. Memories dimmed by shadowed hearts in the waxing gloom did wane the lover's moon, watching as their worlds drift apart. One soul's cry, a passion welling within. Sacrifice a vine of plea to her kin. Yet this bond of hope by treachery was broke, scattering her words to the complete.
Children of the land and service, why must you turn to empty bliss? Tell me. I
La Habrea und Igiorm sind gefallen. Übertölpelt von einer Handvoll Sterblicher. Und die achte Nova, die sie auslösen wollten, ist nicht eingetreten. Aber ich sollte nicht spotten. Letztlich fällt ihr Versagen auf uns alle zurück. Wenn das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit noch weiter verschoben wird, ist unsere Mission ernsthaft gefährdet. Der Krieger des Lichts besitzt zu viel Kraft. Er nähert sich dem Göttlichen. Deshalb muss deine Schar eingreifen. Krieger der Dunkelheit. Kann mir einer sagen, wann ich jemals eine ruhige Minute haben werde? In absehbarer Zeit wohl nicht. Wichte müssen aber auch alles in Gang setzen, was sie finden. Ein Primae ist kein Spielzeug.